So, Freunde. What? Okay. Was ist denn hier los? Willkommen. Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Mann, ist die Musik laut. Okay, egal. Wir fangen an, ne? Wir fangen an. Und zwar als allererstes würde ich gerne mal zusehen, dass hier alles ausgeleuchtet ist bei der Farm. Ich habe keinen Bock auf Unholde. Das heißt, ich kralle mir mal gerade eine Seelaternen-Stack rein hier. Bin nur ich das oder ist die Musik laut? Egal. Egal. Scheiß drauf. So. Und dann würde ich sagen, fliege ich gerade mal hier hinüber. Und ich hab vor, hier was zu machen. Ach komm, ich kann das auch komplett mit Hoppern machen, ne? Und zwar möchte ich hier einen Schalker-Box-Unloader haben für Knochenmehl. Das ist nämlich geil. So. Würde ich gerade mal so machen. Und dann würde ich hier... Ne? Wir müssen ja hier alles erleuchtet haben. Wie gesagt, ich möchte keine bösen Menschen hier drin haben. So. Dann sollte ich vielleicht hier oben auch ein bisschen beleuchten. Hier dieses Dach hier oben drauf ist übrigens für, wenn da zum Beispiel ein wandernder Trader spawnt, dann möchte man, oh Gott, dann möchte man nicht, dass der, dein Ernst, dann möchte man nicht, dass der das Minecart von dem TNT-Duper hier oben verschiebt. Und dafür ist die ganze Angelegenheit. Ich glaube, ich werde hier mal eine Laterne hinmachen, dass hier nichts spawnen kann. Vielleicht sollte ich da oben drauf auch eine machen, ne? Ich bin ein bisschen paranoid gerade, weil das hat echt lange gedauert und, ja, ich hab wenig Lust, alles nochmal zu machen, um ehrlich zu sein. So, wir machen gerade mal den hier. Und dann hier unten bräuchte ich auch noch ein bisschen. Nein! Also, das verhindert natürlich nicht, dass... Unbedingt das Spawnen an sich, aber es verhindert, dass er das Minecart verschieben kann, weil er da nicht hinpasst. Willst du mich verarschen hier? Ich bin hier so oft runtergefallen beim Bauen, ne? Das werdet ihr mir nicht glauben, wie oft ich hier runtergefallen bin. So. Einmal da und einmal da. Gut, ich glaube, soweit ist das dann okay. Und ja, was ich als erstes mal machen möchte, ist hier die Hopper verschieben. Hier, die hier. Und zwar möchte ich die stattdessen nach hier verlaufen lassen. Weil das Ding verbraucht so schnell Knochenmehl, dass man zwei Hopper braucht. Hier unten ist ein Dropper Tower. Also, ne, da wird das Knochenmehl in Dropper reingeworfen hier. Und dann wird das mit ganz schnellen Redstone-Clock-Teilen, wird das nach oben gepumpt in den Dispenser. Aber ja, ich muss jetzt hier erstmal... Wie komme ich denn hier am besten außen rum? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich mach mal gerade so. Sneaky... Sneaky-beaky-like. So, und dann müssen wir den nach oben ziehen irgendwo. Weil ich glaube nämlich, dass ich die Knochenmehl-Beladestation irgendwo an der Oberfläche machen möchte. Ja, so. Und das könnte man natürlich... das wäre vielleicht sogar eine Idee, ne? Ich mache mal gerade, glaube ich, ein paar Fässer, weil Kisten sind laggy im Vergleich zu Fässern. Habe ich noch Fässer irgendwo? Ich, ne, weil wenn man einen Turm macht aus... Ich habe, glaube ich, nicht mehr wirklich Fässer. Wenn man einen Hopper-Turm macht, ist wahrscheinlich wieder... Ey, da waren Fässer! Wenn man einen Turm aus Hoppern macht... Dann kann man natürlich die Kapazität von dem Turm erhöhen, also wie viel in dem Turm selber drinne sein kann, indem man halt einfach Fässer benutzt oder Kisten. Ich glaube, ich habe hier aber keine. Schade drum. Naja, müssen wir halt welche craften. Ich habe keine Raketen mehr. Und die Raketenbox ist da hinten. Zum Glück habe ich hier eine Brücke gebaut, hm? Und ja, es sieht immer aus, als ob ich nicht sprinten würde. Haben Leute angemerkt. Das ist, weil ich diese FOV-Änderung ausgemacht habe. Wenn man anfängt zu rennen, weil mir davon schlecht wird. So.
Ich weiß, ich habe damit ewig lange gespielt, aber das ändert nicht den Fakt, dass mir davon kotzübel wird. So. Machen gerade mal eine kleine Investition. Habe ich zufällig noch Slabs? Ich habe noch Slabs. Okay. Und dann würde ich sagen, Fässer. Plapp. Slabs. Fässer. Slabs. Fässer. Und ich habe einen Haufen Slabs übrig. Mehr Fässer. Okay, ich glaube, das reicht wahrscheinlich. Gut. Habe ich noch was anderes abgeworfen? Nee, okay, gut. Gut, 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 gut. Ach ja, ich habe ja keine Raketen mehr. Ich sollte mal ganz dringend... Ach so, das war die Melonenfarm. Ich habe gerade gedacht, was da Hoppergeräusche macht. Aber natürlich die Melonenfarm. Was auch sonst. Und es wird Nacht. Ich müsste mal Jungle-Setzlinge besorgen. Einfach nur, dass wir die auch im System haben am Ende. Und ich muss unten noch das Reservelager hinbauen. Also, ne, das System wirft zwar immer wieder Setzlinge auf dich drauf, während du unten in der Farm stehst. Wenn aber das Inventar aus irgendwelchen Gründen voll ist oder du halt, ne, halt einfach keinen Platz mehr hast, weil du schon so lange in der Farm stehst und die Setzlinge halt einfach... Na, wird's bald? Die Setzlinge halt einfach... Habe ich da gerade einen Creeper gesehen? Nee, okay. Weil dein Inventar halt einfach voll mit Setzlingen ist, dann braucht man irgendein Backup-Lager für die ganzen Setzlinge. Und das muss ich noch bauen, okay. Wenn ich das jetzt so mache... Sollten wir hier theoretisch einen Riesenvorrat an Knochenmehl drin haben können am Ende. Weil halt jedes Fass mit Knochenmehl gefüllt werden kann. Ich glaube aber, ich baue es nicht bis ganz nach oben. Eventuell will ich es ja noch ein bisschen in die Mitte ziehen oder sowas. Ich werde einfach mal bis hier so gehen, glaube ich. Und dann mache ich hier mal gerade so eine Art Treppe hin. Dass wir zumindest mal grob mit Knochenmehl hier auffüllen können. Für den Anfang. So. Dann gehe ich mal hier gerade runter. Ach ja, die guten alten Honigblöcke. So. Ne, hier sieht man. Hier würde jetzt, also wenn hier zum Beispiel hier Setzlinge reinfallen... die Farm an wäre, die Farm muss natürlich auch noch an sein, würde der anfangen, die hier auszuspucken. Hier unten drunter sind aber auch Hopper. Und wenn, wenn die da landen und ich die nicht aufsammeln kann, dann gehen die in den Hopper und dann, vielleicht kann man das hier sehen, dann hier unten lang in das Fass rein, von dem Fass aus hier unten durch diese Hopperlinie wieder raus. Und, da möchte ich dann irgendeine Art Lager am Ende hinmachen, irgendeine Art Lager hinmachen, das dafür sorgt, dass die ganzen Setzlinge eingelagert werden können. Ich weiß aber nicht, ob ich das vielleicht hier rüberziehen möchte, dass das Lager hier am Ende ist. Das wäre wahrscheinlich praktischer, ne? Aber ich meine, darum muss ich mir im Moment noch keine Sorgen machen. Das ist erst wichtig, ich habe keine Raketen und ich komme hier nicht raus ohne Raketen, oder? Ah! Das sieht auch schon geil aus hier, ne? Doch, ich glaube, ich komme hier raus. Oh, okay. Raketen. So. Dann gehen wir gerade mal ein bisschen unser Inventar wieder entleeren. Und natürlich, die Farm ist noch nicht dekoriert und schön und was weiß ich. Das ist, ne? Das ist gerade nicht Priorität Nummer 1. So, nein, ihr bleibt in meinem Inventar. Vielleicht das hier auch. Was ist denn das hier für mit der... Was ist das hier für mit der Musik? Okay, ich mach mal gerade... Na, die können auch rein. Dann würde ich sagen, gehen wir gerade mal auch noch ein paar Dschungelsetzlinge besorgen. Ja. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, als ich das runtergeladen habe. Oh, ich bin so froh, dass das fertig ist, ne? Holy shit. Ich glaube, die meisten verstehen gar nicht, wie viel Arbeit das ist. Warte mal, mit
mit... Ach, ich habe kein Glück auf der Spitzhacke, ne? Schade. Naja, ich brauche nur ein paar... Ich brauche nur ein paar Setzlinge. Einen. Zwei. Ich baue einfach mal hier das komplette obere Lager ab. Oder das ist die oberste Fläche. Dschungelteile droppen so wenige Setzlinge, es ist unglaublich, ne? So. Weil mich würde es mal interessieren, ob man von der Farm tatsächlich genug Dschungelsetzlinge zurückbekommt, dass man die im Prinzip unbegrenzt laufen lassen kann. So, wir gucken mal gerade. Eichenmodus ist ausgeschaltet. Ich muss da mal ein Schild an den Knopf machen. Okay, wir werfen die ganze Situation an. Gucken, dass das TNT anfängt zu droppen. Sieht gut aus. Sehr geil. Und ich mache gerade mal... Ne? So, und dann gehen wir hin und man sieht, der fängt hier an, die Teile auszukacken. Und wenn ich die nicht einsammle, sollten die hier landen irgendwann. Egal, wir machen mal gerade. Okay, ich habe keine Setzlinge davon zurückgeholt. Oh, doch, einer. Egal, wir machen gerade mal Fichte für eine Weile. Mal gucken, wie es läuft. Ne? Ich glaube, manche Bäume sind halt einfach langsamer als andere. Aber wie gesagt, ich kann ja hier theoretisch unbegrenzt lange rumstehen. Ich habe jetzt natürlich auch das ganze Ding noch nicht komplett vollgefüllt mit Knochenmehl oder so. Von daher... Sollte eigentlich unproblematisch sein. Und man sieht, da füllen sich die Setzlinge schneller auf, als ich sie verbrauche bei dem. Aber bei dem Dschungel sind die Setzlinge jetzt offensichtlich weg. Wenn ich mal gucke, ob hier unten irgendwo welche hingefallen sind. Ich glaube nicht. Nee. Unten liegen keine Dschungelsetzlinge. Ja, hier ist noch ein Haufen anderer Zeug rausgekommen, aber keine Dschungelsetzlinge. Was natürlich ein bisschen suckt, aber okay. Ja, da sieht man's. Und die Fackel da geht ab und zu aus. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Baum ist. Ja, genau. Und da dann werden die Sachen aufgenommen, die unter mir liegen würden. Zumindest in der Theorie. Okay, weißt du was? Ich mach die ganze Situation gerade mal aus hier. Und dann würde ich sagen, ich besorge mal gerade ein paar mehr Dschungelsetzlinge. In der Hoffnung... Das ist einfach nur, dass man irgendwie 10 braucht, um hier das Ganze anzufangen und dass es dann einfach halt geht. Ne? Man kann ja immer hoffen, weil ich möchte gerne eine Farm haben, die Dschungel unbegrenzt farmen kann, auch wenn ich Dschungel nicht wirklich benutze. Aber Dschungel ist halt der Block, den wir verwenden für unsere Wege und so weiter. Und da müsste ich natürlich schon auch eine gute Versorgung von haben, weil wenn davon nicht genug durchkommt, dann ist natürlich tote Hose mit Wegen, weil, ne? Das einzige Holz, was ich theoretisch jetzt noch... Oh, ein Fuchs im Dschungel? What? Das einzige Holz, was ich theoretisch noch von Hand farmen muss, ist Dunkeleiche, weil Akazie benutze ich nicht. Und Dunkeleiche, ja, ne, benutzen wir zwar, aber nicht so oft. Und damit kann ich leben, dass ich da jetzt eine komplett dickere Farm gebaut hätte, die am Ende, nicht wirklich effizienter ist, sondern einfach nur verschiedene, also halt nur ein Holztyp mehr farmen kann oder so, ne? Das sehe ich nicht ein, weil die Farm war schon, ja, natürlich mit einem Tutorial. Was ist denn jetzt hier los? Wieso ist denn die Musik so leise? So leise? Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Die Farm ist kompliziert genug, die wir gerade gebaut haben da. Und ja, für noch einen Holztyp mehr, den ich sowieso nicht sehr oft benutze, sehe ich nicht ganz ein. Deswegen, ne? Wir machen das jetzt einfach so und Dunkeleiche ist ja zumindest ein Holztyp, den man ganz gut von Hand farmen kann, ohne dass das jetzt zu anstrengend wäre, weil man halt diese doppelten Bäume hat. Und für die Mengen, die wir davon benutzen, ne? Kann ich mitleben. Wir benutzen ja vor allem Eiche und Fichte.
Ich kann jetzt auch anfangen, ein bisschen mehr Birke zu benutzen. Das wäre natürlich auch schön, dass man vielleicht ein bisschen mehr hellere Elemente reinkriegt. Ich finde vor allem die Birkenstämme ohne Rinde sehen sehr geil aus eigentlich. Aber ich habe die halt nie benutzt, weil ne, wir haben halt eine Farm, die halt Eichenholz sammelt. Oder hatten. Jetzt haben wir eine, die alles sammelt. Deswegen können wir jetzt auch mehr verschiedene Sachen machen. So. Den hier würde ich auch gerade nochmal... Und dann würde mich mal interessieren, ob das klappt. Dann müssen wir, wie gesagt, noch das Lager hinmachen. Ich muss mal gucken. Ich habe noch nie einen automatischen Schalkerbox-Unloader gebaut. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, wie genau man das macht. Ich weiß, dass man irgendwie den Output lesen muss, wie viele Sachen noch im Schalker drin sind. Mir aber nicht sicher, wie genau das geht. Da werde ich mal gucken. Da gibt es ja bestimmt genug Leute auf YouTube, die sowas schon mal gemacht haben. Vor allem will ich halt auch einen haben, der halt die Schalkerboxen automatisch wegmacht, ne? Also man legt halt lauter Schalkerboxen mit Knochenmehl in eine Kiste und bekommt dann... Ich habe echt von dem ganzen Scheiß hier nur 4 Setzlinge bekommen. Ah, ich weiß nicht, Bro. Als ob man genug bekommt von der Farm, dass man die unendlich lange laufen lassen könnte. Man muss ja theoretisch mindestens einen Setzling pro Baum bekommen. Und ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Jetzt habe ich 8. Jetzt habe ich 8. Okay. Was macht denn der Fuchs da? Der Fuchs jagt Fische? Was ist denn mit ihm los? Guck mal, der jagt die Fische. Der hat einen Fisch im Maul. Wie niedlich ist das denn? Oh. Die Fische rennen weg. Oh. Wieso gehst du jetzt wieder? Die Lachse sind doch gerade hochgekommen zu dir. Okay, 9. Ich warte noch auf einen jetzt und dann gehen wir zurück und probieren es. Da ist er. Okay. Sieht schon geil aus mit den ganzen Beacons hier, ne? So. Kurz schlafen gehen. Und dann... da muss ich mir auch echt einen besseren Weg für runter besorgen. Machen wir die ganze Scheiße mal an. So. Dann wollen wir mal sehen. Jetzt haben wir 2 verloren. Oh. Das ist echt interessant gerade. Mal gucken. Ich habe das Gefühl, als ob wir am Ende wieder keine mehr übrig haben. Außer es gibt halt Bäume, die irgendwie 3 droppen und manchmal einen, der gar keinen droppt. Aber dann muss man echt mehr Bäume haben, die was droppen, als Bäume, die nichts droppen, ne? Oh. Ich habe noch Hoffnung. Wenn man Glück hat, wird sich der Stack von den Setzlingen langsam aber sicher nach oben bewegen. Aber momentan, ne, momentan sieht es echt so aus, als ob... Ich weiß ja nicht, Mann. Also langsam aber sicher habe ich bald keine mehr übrig, ne? Ich weiß ja nicht. Noch 3. 4, 3, 4. 5, 6. Oh, es geht wieder hoch. Ne, es ist echt schwierig zu sagen. Also ich habe das Gefühl, dass es... Oh, 10. Okay, vielleicht reicht das doch. Da liegt auch ganz schön viel. Vielleicht sollte man mehr in die Richtung hier stehen. Okay, es scheint doch zu reichen. Okay. Gut, wir machen die ganze Geschichte wieder aus. So. Sehr gut. Okay, was ich dann auch gerade nochmal gerne machen möchte, ist hier einmal hingehen und... Einmal hier, ne? Bisschen Beleuchtung.
Wir wollen ja keine Unholde hier haben. Unholde sind gar nicht gut. So. Ah, nee, nicht ganz. Ne, muss nicht schön sein, das wird man am Ende wahrscheinlich eh nie wieder sehen hier unten, aber ich möchte halt, wenn ich irgendwann mal hier runtergehen sollen, runtergehen müssen sollte, Mann, war das kompliziert, dann möchte ich zumindest die Möglichkeit haben, hier hinzugehen, ohne Angst zu haben, dass mir die Hälfte der Farm um die Ohren fliegt. Ne? Wir haben schon oft genug Probleme gehabt mit solchen Sachen. Und meine andere Holzfarm ist mir tatsächlich noch nicht um die Ohren geflogen, aber ich wurde von der Spinne da drinnen getötet. Was mir irgendwie sagt, dass auch ein Creeper mich hätte erwischen können. Ne? Ja, so, gut. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wie wir das hier am Ende regeln. Mit den Dingern. Ich muss gucken, wo ich den Schalkerbox-Unloader hin tun würde. Wahrscheinlich irgendwo mittig, ne? Vielleicht wäre es auch praktischer, wenn ich erstmal das Haus und so weiter außenrum baue. Weil ich natürlich auch wissen muss, wo das ganze Zeug hin soll am Ende, ne? Das wäre natürlich schon praktisch. Das wäre natürlich schon praktisch. Naja, ich glaube, ich hole gerade einfach mal ein bisschen Knochenmehl. So. Und die ganzen Teile werde ich gerade mal hier ablegen, glaube ich. Die sind zwar noch voll, aber ich habe gerade keinen Nerv, die auszulernen. So. Und dann glaube ich, nehme ich mal das Knochenmehl aus der Melonenfarm einfach, weil, ne, die ist am Überlaufen und hier drin ist dunkel. Deswegen, wir wollen ja keinen Unfall haben hier mit der Melonenfarm. Ich komme gleich wieder zurück, ich muss nur eben... Vielleicht hätte ich dafür auch ein paar Schalker mitnehmen sollen, aber komm, ich laufe lieber ein paar Mal hin und her jetzt gerade, als Schalker zu befüllen und so weiter. Oder tue ich das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich tue es gerade mal. So. Die nächste Ladung muss in der rechten Kiste voll gemacht werden. Okay, das hier ist echt ein ätzendes Lager, um reinzukommen, ne? Das ist echt ätzend. Das meine ich aber, ne? Ich meine jetzt, wenn ich jetzt hier hinkomme, wird die Kiste hier noch nicht leer sein. Das heißt, jetzt habe ich hier ein volles Inventar voller Sachen, die ich nicht loswerde. Und wenn man hier einen Schalkerbox-Unloader hätte, der halt automatisch die Schalkerboxen nimmt und sie auf den Hopper stellt, sodass sie leer gezogen werden, dann weiter verteilt werden, dann den Schalker kaputt macht und ihn in eine Kiste auswirft, wo am Ende die ganzen Schalker drinnen landen, die halt nicht mehr gebraucht werden oder die halt leer sind und die ich dann wieder befüllen kann. Das wäre halt optimal für die Geschichte hier, ne? Was ich halt überlegen muss, ist, wo das Haus hinkommt, wie gesagt. Weil ich möchte es ja irgendwie so haben, dass man... Ach, das ist ein Slime-Chunk. Okay, wir müssen alles mit Teppich auslegen da unten. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.